Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Tagtäglich erreichen uns sehr, sehr viele Fragen. Alhamdulillah. Und wir versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Manche Fragen schicken mir die Admins und viele Fragen beantworten die selber. Was aber auffällt, ist, dass es sehr, sehr viele Fragen gibt, die eigentlich sehr, sehr lächerlich sind, die aber zeigen, dass wir es mit Muslimen zu tun haben, die wenig Wissen haben von der Religion, sich aber mit Quellen beschäftigen, die gegen den Islam arbeiten. Und hiermit wollte ich daran erinnern, das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Religion. Denn die Religion ist der Schlüssel zum Paradies. Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ لِلْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, so wird sie von ihm niemals akzeptiert werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, unsere Religion ist das Wertvollste, was wir haben. Da geht es nicht um Geld, nicht um Gesundheit. Viele sagen, die Gesundheit ist das Wichtigste. Nein, die Religion ist das Wichtigste. Denn krank wirst du sowieso irgendwann wahrscheinlich mal. Sterben wirst du auf jeden Fall. Aber wie du stirbst, das ist die Frage. Und wenn man wenig Ahnung von der Religion hat, man weiß noch nicht mal, warum gibt es Dinge im Koran, die mansuch sind, abrogiert sind. Man kennt den Unterschied nicht zwischen Am und Khas, allgemein und spezifisch. Ja? Dann sollte man sich erstmal mit seiner Religion beschäftigen von vertrauenswürdigen Quellen, bevor man anfängt, sich mit Scheinargumenten von christlichen Missionaren zu beschäftigen. Ja? Denn es ist so, uns werden Fragen gestellt, wo ich merke, diese Person hat überhaupt gar kein Grundwissen von der Religion. Ich kann eigentlich erstmal, bevor ich ihm die Frage beantworten kann, muss ich erstmal mit ihm anfangen, ihm zu erklären, was der Islam ist. Ich muss erstmal ihm 3 Stunden Einführung geben, weil er so viele Scheinargumente gehört hat und er weiß gar nicht, ja, wie kann denn der Islam die erste Religion sein, wenn doch der erste Prophet Adam gewesen ist, Mohammed viel später kam. Das hat er irgendwo auf einer christlichen Seite gehört, auf so einer Missionarsseite, die nur darauf spezialisiert sind, Lügen, Scheinargumente in den Raum zu werfen, die Leute zu verwirren, 500 Sachen reinwerfen. Aber wenn du selber etwas fragst, wenn du selber Scheinargumente kennst, dann wird irgendwie drumherum gelabert mit ganz sicherem Auftreten. Ja, also, das ist ganz einfach. Und wenn du genau zuhörst, gibt es gar keine Antwort darauf. Leute, beschäftigt euch mit eurer eigenen Religion. Auf den YouTube-Channel, wir haben 2, ich habe 2, ja, gibt es tausende Videos. Beziehungsweise auf dem einen Kanal sind es 1700 Videos, auf dem anderen, der ist einmal gelöscht worden, da sind es jetzt nur ungefähr 600. Ja, ich empfehle euch, wenn ihr solche Scheinargumente wissen wollt über Christen, beispielsweise, wo das mit der Religion verbunden wird, wo ich gleichzeitig beibringe, wie der Islam über solche Punkte redet, weil manche sagen, ja, manche Idioten kommen dann wieder, manche Schlauberger, die keine Ahnung haben, ja, man muss erstmal die Religion nennen, ja klar. Aber wenn ich über das Christentum rede, erkläre ich gleichzeitig den Islam. So, zum Beispiel, mein Vortrag starb Jesus für die Sünden der Menschen. Da rede ich gleichzeitig über das Konzept des Islam, wie die Sünden vergeben werden. War Jesus Muslim oder Christ? Da rede ich darüber, wie die Religion verändert worden ist und dass Jesus eigentlich ursprünglich mit der wahren Botschaft von Allah gekommen ist. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Da geht es mehr oder weniger um den reinen Tauhid. Blutbad in der Bibel, da geht es um Scheinargumente gegen den Islam. Heutzutage ist das wichtig. So, dann schaut euch meine Vorträge an über Akida. Schaut euch meinen Dawa-Kurs an. Denn da geht es um solche Scheinargumente. Vortrag, Frau im Koran und der Bibel, damit ihr die Scheinargumente wegbekommt. Ich kann nichts dafür, wenn ich vor 10 Jahren Videos gemacht habe
und ihr euch die nicht anguckt und dann unsicher seid. Angebliche Widersprüche im Koran. Die beliebtesten Missionarstaktiken. Das Vaterunser widerlegt das Christentum. Das ist alles eine Verbindung mit dem Islam. Die Mühe habe ich mir gemacht. Alhamdulillah, möge Allah mir Ikhlas dabei geben und mir Lohn dafür geben. Aber macht euch die Mühe, lernt diese Dinge. Wir haben es mit reißenden Wölfen zu tun. Und verbreitet diese Vorträge. Es reicht nicht nur, sich das selber zu konsumieren. Ihr müsst es lernen und lehren. Wir haben eine Verantwortung. Wir sind die neue Generation. Das Imperium schlägt zurück. Lest euch diese Sachen durch. Schaut euch diese Sachen an. Ich habe noch viele andere Vorträge diesbezüglich. Über den Monotheismus, der islamische Monotheismus, der reine Monotheismus. Schaut euch diese Sachen alle an. Autorität der Sunna beispielsweise. Ja, Leute kommen mit irgendwelchen Aussagen, Hadithen, und sie wissen gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Hadith Daif und einem Hadith Sahih. Und sie wissen nicht, sie kennen nicht den Unterschied zwischen einer gelehrten Aussage und einem Hadith. Brüder, beschäftigt euch erst mit der Religion und Schwestern. Mein Vortrag zum Beispiel, der wahre Sinn des Lebens, was ist Islam, wie findet man den wahren Weg zu Gott, das sind alles sehr, sehr wichtige Vorträge in diesem Bereich. Ist der Koran das Wort Gottes, der hundertprozentig weiß, dass der Koran das Wort Gottes ist? Beschäftigt euch damit. Das ist mein und haltet Abstand von solchen Seiten oder von Seiten von irgendwelchen Sekten. Denn diese Sekten reden nur über ihre eine Richtung. Und darauf sind sie spezialisiert. Wenn du zum Beispiel weißt, dass es eine Gruppe gibt, die von allen Gelehrten, als Nicht-Muslime gesehen wird, dann nimm Abstand von denen. Die Ahmadiyya zum Beispiel. Ahmadiyya Kafir Jamaat. Die sind von der Asa von allen Muslimen. Wenn sie sich, warum diskutierst du jetzt mit einem, der seine Sache 10 Jahre gelernt hat, wie er jemanden von seiner Sekte überzeugt? Ich diskutiere gar nicht mit den Leuten. Beschäftigt euch mit eurer Religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.